Das ist ein Prozessor, hier ein Intel Pentium 2. Dieser besteht aus einem Gehäusedecke, der Platine und einem Kühlkörper als Rückseite. Auf der Platine befindet sich der viereckige Prozessor, der die Prozesse des Computers steuert. Als Kontakt dienen hier kleine Goldkontakte. Weil der Prozessor sehr warm wird, muss dieser über einen Kühlkörper gekühlt werden. Der Prozessor wird so in die Hauptplatine des Computers hineingesteckt.